Was mit der Aussage, dass heutzutage die Leute sagen, dass sie Gelehrten, zum Beispiel in Saudi-Arabien, dass sie als Palastgelehrte gelten und dass man über sie redet und so weiter? Was sagst du dazu? Dass man über sie redet, erstmal Bruder oder Brüder oder Brüder und Schwestern. Wir müssen wissen, am jüngsten Tag, jedes Wort, was man sagt, wird in der Waagschale sein. Deswegen muss man jedes Wort gut abwägen. Der Prophet a.s. hat gesagt, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. So, wenn jetzt jemand sagt, alle Gelehrten in Saudi-Arabien sind Palastgelehrte oder allgemein oder vielleicht auch in einem anderen Land und sowas, dann ist das erstmal ein Urteil über die Nia von dieser Person. Wir fragen erstmal, kann es Palastgelehrte geben, kann es Leute geben, die vielleicht wirklich Munafikun sind, die arbeiten nur, damit sie das Geld bekommen und so weiter? Kann es das geben? Kann es geben. Kann es geben. Dann fragen wir, kann es sein, dass vielleicht ein Gelehrter kein direkter Palastgelehrter ist, der für einen das heißt, der arbeitet nur für das Geld, sondern der ist im Ursprung, der will, der ist eigentlich jemand, der Gutes will, aber der hat halt etwas Druck und dadurch unbewusst gibt er vielleicht eine Fatwa, die er vielleicht in einer anderen Situation nicht geben würde. Die Antwort ist ja, gibt's. Die Gelehrten sind keine Engel und sind keine Propheten. Kann sein. Allah sagt zum Propheten in Surat al-Isra, sagt er, hätten wir dich nicht gefestigt, hättest du dich ihnen etwas zugewandt. Aber wenn wir jemanden sehen, einen Gelehrten, der eine bestimmte Fatwa gibt, sei aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, aus irgendeinem Land, warum urteilen wir über die Nia? Kann es nicht eventuell theoretisch möglich sein, erstens, dass der Gelehrte einfach eine andere Meinung hat? Ich denke, dass viele Brüder, die so schnell und überhastet sind, das heißt, Urteile über Leute zu machen, die sie gar nicht persönlich kennen, mit denen sie noch nie wirklich geredet haben, dass es immer an entweder zwei Eigenschaften liegt. Das heißt, mangelndes Wissen oder eine Liebe für die Religion, die sie voreilig reden lässt. Ja, dass sie einfach wütend sind und sie sehen eine bestimmte Sache und der Scheitan kommt mit rein und der versucht der Scheitan dich dazu zu bringen, Sachen zu sagen, die dir Sünden beibringen. Das heißt, wenn wir erstmal, wenn wir jemanden sehen, einen Gelehrten, der ein Urteil gibt, was uns völlig absurd vorkommt, erst, und wir sehen einen anderen Gelehrten, der unsere Meinung vertritt, ja, und der beispielsweise seine Beweise hat. Und was sagen wir dann? Erstmal, erste Annahme ist, erste Vermutung. Ach, der Prophet a.s., was sagt er? Der sagt, inna dhanna aktharul hadith. Die schlechte Vermutung ist die schlimmste Lüge. Das heißt, wir müssen erstmal jeder Bruder, den wir haben, ja, egal ob das ein Gelehrter ist oder nicht, wir müssen erstmal immer eine gute Vermutung ihm gegenüber haben. Dass er vielleicht einen unbeabsichtigten Fehler gemacht hat oder nicht. Das heißt, es kann möglich sein, dass ein Gelehrter eine andere Meinung hat, die dir vielleicht völlig absurd vorkommt von dem, was du vom Koran kennst. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, kann sein, dass du einfach zu wenig Wissen hast. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, bei mir, ich bin ja auch jetzt kein Gelehrter, aber früher, wo ich angefangen habe, und das ist immer dasselbe. Glaubt es, guck mal, glaubt es mir, ja, damals, wo wir angefangen haben, ja, es waren immer dieselben Themen und immer gerade bei denen, die neu ankommen. Niqab, beten, ist der nicht betet, Käfir, ist der, das ist immer dasselbe, komischerweise, ja. So, und damals hatten wir einige Meinungen gehabt oder habe ich einige Meinungen vertreten über bestimmte Themen, wo wir so geurteilt haben, boah, Imam Abu Hanifa, diese Meinung ist falsch. Diese Meinung ist falsch. Diese Meinung ist falsch. Ich habe doch hier einen klaren Hadith. Ich gebe euch ein Beispiel. Bukhari. In Bukhari steht drin, ja, dass der Adhan, dass du viermal Allahu Akbar sagst. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Also am Anfang. Die Malikiten, wenn du nach Marokko fährst, was machen die? Die machen am Anfang nur zweimal Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ne? So, da waren wir damals dran. Oh, boah, guck mal hier, die machen nur zweimal. Im Bukhari steht viermal Allahu Akbar. Und so, ja, waren wir uns drum am Aufregen. Ja? Und ich glaube, so, was kam nachher raus? Schlag mal Sunan Abi Dawud auf. Da ist der Hadith zweimal Allahu Akbar. Widerspricht das eine oder das andere? Nee, sondern der Prophet hat manchmal zweimal machen lassen, manchmal viermal. Ja, das heißt, du kennst eine Sache von Koran und Sunna und du kennst tausend andere Sachen nicht und dann sagst du, die haben alle keine Ahnung, ich hab's verstanden. Andere Sache, guck mal. Hier, ich hab voll dafür gekämpft, ja. Das heißt, wenn du nach dem Ruku hochkommst, dann lässt du die Hände wieder an der Seite hängen. Weil ich kannte die Beweise von Sheikh al-Albani. Das war für mich so klar, ja. Wo ist denn der Beweis dafür? Bis ich dann mich auf... Das war für mich ganz klar. Hier, Sunna widerspricht sich doch nicht, Koran widerspricht. Stimmt doch, widerspricht sich nicht. Aber es gibt Verständnisfragen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Ach, und jetzt nehme ich die Hände auf die Brust danach. Ach, und so gibt es so viele Sachen. So viele Sachen, weil das Wissen einfach fehlt. Deswegen sollte man erstmal jemanden, der Wissen hat, sollte man erstmal respektieren. Das heißt nicht, wie andere Leute, ja, extrem, ja. Das heißt, ja, aber der Sheikh so und so und da und dort hat gesagt. Du und so und der hat gesagt. Und der hat über den und den das und das gesagt. Bruder, ich kenne einen Sheikh. Ich kenne ihn persönlich. Persönlich, ja? So, dieser Sheikh, der ist Lichtjahre entfernt vom Takfir. Lichtjahre entfernt. Bruder, der macht sogar Leute, macht der kleinen Takfir, wo die ich zum Käfer erkläre, von Führern. Ach, der hat sogar Meinungen, wo Leute sagen, das ist Murji-Akida. Verstehst du? El-Amal Shart Kamal Iman. Das ist, wo einige Lehrte sagen, das ist ein männlicher Murja. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ach, da kommen Leute, dann sagen die, aber der Sheikh so und so und dort, der hat gesagt, dieser Sheikh ist ein Takfiri. Sag ich, ach, das ist kein Takfiri, ich kenne den doch. Da ist gar jemand, der dagegen redet. Das kann gar nicht sein. Doch, doch, der ist Takfiri. Ja, ach, ich habe dem seine Telefonnummer telefoniert, frag ihn doch mal. Nein. Ja, warum ist der Takfiri? Ja, der hat in der und der Kassette, hat er gesagt, diese Verse über den Nifak, die passen 100% in diese Zeit. Die passen 100% in diese Zeit. Das heißt, alle Leute heutzutage in der Umma sind Munafikun. Ja, ach, was ist das für ein Verständnis? Das hat er doch gar nicht gemeint. Der redet über diese Verse. Und er redet nicht darüber, dass die Umma, da hat er sich ja selber zum Munafik erklärt. Oder wie? Hat sich selber zum Käfer erklärt. Verstehst du, Bruder? Nein. Aber unser Sheikh, verstehst du, Bruder? Ma'asum. Das heißt, der hat den Sheikh Ma'asum gemacht. Ma'asum. Der kann keinen Fehler machen. Du sagst ja hier, das sehe ich anders, wir haben das so verstanden. Nee. Der Sheikh hat das so und so gesagt, die haben nämlich mit so und so oft Nasiha gegeben. Ja, woher weißt du das? Weil das ist dein, Bruder, der ist für dich Masum geworden. Auch wenn du nicht, ist genau wie Segnosi-Gruppe, ja, Segnosi. Wenn du fragst, ist Segnosi Masum, sag ich, nee, Segnosi ist nicht Masum. Aber der ist Masum bei denen. Fragst du nach einem, der ist mal den Masum. Das heißt, verstehst du, Bruder, ist egal, ob du sagst, ja, der ist nicht Masum. Weil der ist für dich Masum, weil du siehst bei ihm keinen Fehler. Verstehst du, wenn ich dir sage, ich kenne den Sheikh, ich habe mit dem geredet, ich kenne den Sheikh, kann dir die Telefonnummer sagen, du kannst mit dem anrufen, du kannst bei dem anrufen, du kannst ihn Fragen dazu stellen, ja, der hat im Takfir die und die und die Meinung, und dann sagt er zu dir, ja, aber der Sheikh hat so und so gesagt, und wenn du den jetzt nicht zum Mubtada erklärst, bist du selber Mubtada. Ja, das Wahnsinn ist das. Aber kommen wir zurück zu dem Thema hier. Das heißt, Achi, Allah sagt im Koran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wir haben euch zu einer mittleren Umma gemacht.
Deswegen muss man immer aufpassen. Du bist bei den Gelehrten wo? Du respektierst die, du ehrst die für ihr Wissen. Ja, du weißt, man kann Fehler machen. Ja? Ganz einfach. So, deswegen, aber warum urteilen wir über die Nia von dem Gelehrten? Warum urteilen wir darüber? Schiss, warum urteilen wir über die Nia? Warum sagen wir nicht lieber, ja, okay, diese Meinung, ich habe von einem anderen Gelehrten diese Meinung gehört. Das heißt, um dann nochmal drauf zurückzukommen. Das heißt, wenn ein Gelehrter einer Meinung widerspricht, heißt das nicht unbedingt, dass er ein Palastgelehrter ist und hat das für den Präsidenten oder was weiß ich gemacht. So, es kann sein, dass er eine andere Meinung hat. Und es kann sogar sein, dass diese Meinung, die er hat, die richtige ist, weil du einfach zu wenig Wissen hast. Ja, so, das ist der einfache Punkt. So einfach kann man das zusammenfassen. Wer hat dir gesagt, dass du richtig liegst? Und Bruder, ich rede ganz allgemein. Allgemein. Ich rede jetzt nicht über die Härte, nicht über dies, nicht über... Ich kann mir schon vorstellen, worum es geht, ja? Ich rede ganz allgemein. Aber worum geht's denn? Warum sind die Palastgelehrte? Zum Beispiel. Gib mir ein Beispiel. Ich will nur eins. Ja, weil sie nicht über Dschihad reden oder sie sind selber nicht im Dschihad, zum Beispiel. Oder sie machen nicht Takfir auf die Führer oder... Jetzt hast du schon drei Gründe genannt. Also der erste Grund war, weil sie nicht über Dschihad reden. Okay? Erstmal. Wenn Jihad Fadl Ain ist, wenn es Fadl Ain ist, ich rede nicht, ob ist das jetzt Fadl Ain oder ist es nicht Fadl Ain, ganz einfach, ist es dann Fadl Ain für jeden Gelehrten dazu aufzurufen? Nee. Ist nicht Fadl, so, also von daher, das wäre schon mal ein falsches Beispiel, aber ich denke, es geht so, was war das Zweite, dass sie nicht selber im Jihad sind? Erstmal, Bruder, das ist ja Redo Waqa'iyah. Es geht ja an der Realität vorbei. Das heißt, es gibt Fadl Ain und Fadl Ain. Was ist, wenn es zwei Fadl Ain gibt? Nehmen wir mal an, wir haben eine Zeit, wo Jihad Fadl Ain ist. Ja? Was? So. Weil das ist der Punkt. Es gibt auch andere Fadl Ain. Es gibt auch Fadl Ain, die Munafikun in deinen Ländern zu bekämpfen. Das ist auch für dich Fadl Ain. Für den anderen ist es vielleicht Fadl Ain, weil sein Vater, der im Krankenhaus irgendwo zu arbeiten, soll jetzt der Arzt, der im Krankenhaus ist, der soll alles stehen und liegen lassen und die Leute, die im Krankenhaus sind, die krepieren, die intensiv dazu liegen. Verstehst du, das ist ein falsches Verständnis von Fadl Ain. Ja, stimmt. Theoretisch Fadl Ain. So, das heißt, so, selber im Dschihad. Aber dann wird es wahrscheinlich darum gehen, weil sie nicht selber sagen, dass Dschihad Fadl Ain ist, oder weil sie sagen, Dschihad ist kein Fadl Ain. Das ist wahrscheinlich der Grund. Guck mal. Das ist ein super Beispiel. Weil das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Wir haben eben gesagt, wenn ein Gelehrter deiner Meinung widerspricht, ja, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder er hat einen Ijtihad gemacht und er liegt falsch und du folgst einem Gelehrten, der richtig liegt in seinem Ijtihad. Und was ist, wenn ein Gelehrter einen falschen Ijtihad macht? Was? Kriegt eine Belohnung einmal. Der Prophet a.s. sagt, إِذَا اِجْتَهَدَ الْحَاكِمُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا. Wenn ein Hakim urteilt, und er urteilt richtig, kriegt er Doppelung. Wenn er falsch liegt, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْتَى فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Wenn er falsch liegt, hat er einen Ajr. Das ist die Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, der hat vielleicht mehr Wissen als du. Vielleicht, du hast vielleicht die Beweise von einer Seite gehört und die Beweise von der anderen Seite nicht gehört. Dritte Möglichkeit, Palastgelehrter. Oder sagen wir sogar noch vierte Möglichkeit, sagen wir nicht direkt Palastgelehrter, er hat das wirklich mit einer schlechten Nia gemacht, sondern die Umstände haben ihn sozusagen unbewusst in eine andere Richtung gedrückt. So einfach ist das. Woher willst du wissen? Habt ihr schon mal gehört, warum die Gelehrten sagen, jetzt beispielsweise, dass Dschihad kein Fadl Ain ist, jetzt in dieser Zeit, oder für die ganze Umma Fadl Ain ist? Hast du schon mal eine Aussage darüber gehört, warum oder so? Ja, ich habe mal gehört, dass es so ist, dass manche das ansehen, dass wir nicht in der Lage, also dass wir als Umma zu schwach sind und der Feind einfach im Moment zu stark ist. Aha.
Ja, das sagt zum Beispiel Sheikh Uthaymin, sagt das zum Beispiel. Das, und dann gehen die zurück auf, genau, also das ist zum Beispiel eine Aussage, die die Leute nehmen. Also die Gelehrten, die jetzt zum Beispiel sagen, es ist jetzt zum Beispiel nicht Pflicht für die Leute aus dem und dem Land in dieses und ja jenes Land zu gehen. Ja? Die sagen zum Beispiel, guck mal, ich rede ganz allgemein. Ich sage nicht, dass ich mit dieser Meinung bin oder mit dieser Meinung. Ich halte mich aus diesem Thema raus. Ja, weil ich weiß, dass das nicht kein einfaches Thema ist. Also ich habe so viel Wissen, dass ich weiß, dass das kein einfaches Thema ist. Deswegen möchte ich da kein Urteil drüber geben. Ja? Ich möchte nur nicht, dass wir uns die Zunge verbrennen, sagen, der ist Palastgelehrter oder der ist Palastgelehrter. Ja? Sondern, dass wir einfach uns mit Wissen beschäftigen. Ja? Ja. Die sagen zum Beispiel, du hast keine Kraft dafür. Eine Bedingung von der Ibadah ist die Kraft. Wattakullah mastatatu. Der Prophet a.s.w. hat gesagt, وَمَا أَرْتُمَا أَرْتُكُمْ بِي فَأْتُمْ مِنُوا مَسْتَتَعْتُمْ وَمَا نَحَيْتُكُ أَنُوا فَاشْتَنِبُوا مَا نَحَيْتُكُ أَنُوا فَاشْتَنِبُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِي فَأْتُمْ مِنُوا مَسْتَتَعْتُمْ. Das heißt, was ich euch verboten habe, lasst. Was ich euch geboten habe, das macht so gut ihr könnt. Das heißt, wenn zum Beispiel Jihad Fadl Ain sei, in einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort, ja, dann musst du das können, was du kannst. Dann sagen die, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah bürdet keine Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Jetzt wird er natürlich sagen, ja, aber wir können es tragen. Wieso kann man es nicht tragen? Gibt doch genügend Leute, die es tragen. Dann sagt er, beispielsweise, es ist in Sure 88, Vers, kannst du mal den Koran geben? Ich glaube, Vers 66, bitte. Das müsste Sura 8, Vers 66 müsste das sein. Warte mal kurz. Guck mal. Ich lese das mal nur auf Deutsch vor. Sura 8, Vers 66 oder 67. Guck mal, hier sagt Allah. Das ist ein sehr wichtiger Vers über diese Grundlage, ne, von Dschihad und so weiter. Ja, Vers 66. Jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 1000 gibt, werden sie 2000 besiegen. Mit Erlaubnis, mit Allahs Erlaubnis, Allah ist mit den Standhaften. Das heißt, nochmal, wenn 100 Standhafte von euch werden 200 besiegen und 1000 Standhafte werden 200 besiegen, okay? Werden 2000 besiegen, ja. So. Da sagen die Gelehrten, das ist Jumhur Ulama, die sagen, im Fadl Ain, das heißt, wenn zwei Gruppen aufeinander getroffen sind, wenn der Feind doppelt so stark ist, ja, ist es erlaubt zu fliehen. Das ist Imam Abu Hanifa, Imam Schäfi, Imam Ahmed bin Hanbal sagen das. Imam Malik sagt, wenn die gleich viel sind, aber die haben stärkere Waffen, ja, wenn die gleich viel sind, aber die haben stärkere Waffen, dann kann man sich zurückziehen, dann kann man fliehen. Und wenn Ghalaba ala Dhan al-Qa'id annahum yanhazim. Und wenn der Führer glaubt, dass die Schlacht verlieren werden. Al-Ibn Abdussalam, der sagt, Pflicht zu fliehen, wenn man glaubt, dass man verlieren wird, weil die anderen stärker sind aufgrund von Waffen oder was auch immer. Pflicht. Warum sagt er? Weil ansonsten der Schaden größer sollst du nutzen. Er sagt, was nützt dir zu kämpfen, wenn deine Leute, wenn du damit das Blut und alles Mögliche verlierst? So, ich will damit nur sagen, Al-Izzi bin Abdussalam war jemand, der vor den Führern gestanden hat und hat die zusammengedroschen. Das heißt, Achi, wir müssen uns mit Wissen beschäftigen. Ich sage nicht, das ist richtig in der jetzigen Zeit. Ich habe keine Kraft, das zu beurteilen. Ja, habe ich nicht. Aber was ich beurteilen kann, ist, dass man sich erstmal die andere Meinung auch anhören sollte. Weil das ist hier genau dasselbe. Man hört eine Meinung, man hört die Meinung. Ja, Allah sagt im Koran. Ja, oder die allgemeine, zum Beispiel, Ja, eyyuha alladhina amanu, qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza, beispielsweise. Ja. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. Als Beispiel. Ja.
Aber man lässt andere Beweise raus. Das heißt, man muss die Beweise zusammennehmen. Man muss auch dem anderen eine Chance geben. Ja, und wie gesagt, genauso ist es falsch, Bruder. Genauso ist es falsch, meiner Meinung nach. Weißt du, wie manche Leute umgehen mit... jetzt kommen wir wieder das andere. Ja, jeder, der den Gelehrten in Saudi-Arabien widerspricht, der sagt zum Beispiel, ja, nee, in der heutigen Zeit, man muss sich verteidigen, dies, das, ist von den Khawarisch beispielsweise. Achi, verstehst du, man muss, deswegen sage ich, Kadeliker, Ja'alnakum Ummatan Wasata. Weißt du, nicht übertreiben, nicht untertreiben. Na, ist das angekommen? Was gab es sonst noch? Was war sonst noch der Punkt? Warum sind sie palastiert? Der Queere auf Führer zum Beispiel. Der Queere auf Führer, ja, da gibt es wieder, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Er sieht das nicht urteilen mit dem Gesetz, mit einem anderen Gesetz, nicht als großen Kuffer an. Wie zum Beispiel Sheikh al-Albani, rahimallah. War Sheikh al-Albani ein Palastgelehrter? Sheikh al-Albani kam mir zu Ohren, der ist damals, der war ja Professor an der Universität von Medina, der ist dort rausgeflogen, weil er den Amir von Medina kritisiert hat. Ach, Sheikh al-Albani, ach, der hat überhaupt gar keinen... Bruder, der hat gar keine Hemmungen zu sagen, was er denkt. Wo ist er noch ausgeflogen? Aus Syrien ist er auch ausgeflogen. Er ist kein Palastgelehrter. Er lässt von gar keinem was sagen. Aber das ist seine Meinung. Ist er Palastgelehrter? Nein. So, der macht zum Beispiel Führer nicht zum Käfer. Möglichkeit Nummer 2. Der sieht zum Beispiel, dass das Nichtregieren mit dem Gesetz Allahs großer Kuffer ist. Aber der sagt, bei diesem oder jenem Führer sind die Bedingungen nicht vorhanden. Ich kann das nicht sehen, ich kenne den nicht. Und die Mawani, die Hinderungsgründe, sind nicht ausgelaufen. So, was ist daran so schwer zu verstehen? Bruder, wir kennen... guck mal, Achi. Die meisten Führer der arabischen Länder oder der islamischen Länder. Ich stelle euch eine Frage. Nenn mir mal den Namen des Führers von Oman. Wie heißt der? Kennt einer den Namen? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne euch mal den Namen von dem. Verstehst du? So, jetzt sagst du zu mir, ich soll wissen, dass die Mawani und die Shurut vorhanden sind bei dem. Ich kenne noch nicht mal dem seinen Namen. Die Grundlage ist erstmal bei jedem, der sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, ist der Kafir. Wenn er jetzt einen großen Kuffer begeht, ist die Regel ganz klar und deutlich, dass man guckt, Mawan und Shurut. Bruder, gib mir mal das Buch, Nawaqidul Iman al-Qawliya wal-Fi'liya. Gib mir das mal bitte. Endlich mal wieder was Interessantes. Aber weißt du, was das Problem ist, Achi? Du kannst so wissenschaftlich reden, wie du willst. Du bringst Beweise von hier, Beweise von dort. Am Ende sind alle gegen dich. Verstehst du? Hier. Das ist übrigens ein Buch, das auch von Sheikh Barak. Hier sagen wir, das Buch sagen übrigens manche, dass der das Buch geschrieben hat, ein Takfiri ist. Ja? Nur als Beispiel. Alul. Rulu. Ja. Warte mal kurz. Ich bin hier gerade am Suchen nach Mawani und Takfir, weil die sind schöne Aussagen. Schöne Aussagen von Sheikhul Islam im Thema drin. Ah, hier ist das. Genau. Moment. Ach, das Buch ist wirklich super, ne? Hier sind so viele Aussagen. Wie heißt das nochmal? Nawaqidul Iman al-Qawliya wal-Fi'liya. Hast du vielleicht übersetzen für die deutschsprachigen? Ich soll das übersetzen? Den Titel. Nawaqidul Iman al-Qawliya wal-Fi'liya. Die Dinge, die den Iman zunichte machen, von Worten und Taten. Qawliya wal-Fi'liya. Abdulaziz ibn Muhammad ibn Abdul ibn al-Abdul Latif, ja. So, hier, bitteschön. Mensch, wo habe ich das denn jetzt? Ah, hier.
Ach, der hat hier so viele super Beispiele drin. Ich bin gerade am Suchen, weil ich habe das hier schon viel gelesen. Und ich hatte hier so schöne Aussagen auch gefunden gehabt. Ah, hier ist das. Super, super. Guck mal, das ist von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah zitiert, ja, aus hier, Majmu' Fatawa. Da sagt er, hier, das ist Majmu' Fatawa von Kilania, Band 12, 466. Da sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Laysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin wa in akhta wa ghalat hatta tuqama alayhi al-hujja. Der sagt, niemand, Laysa li ahadin, es geziemt sich für niemanden, es darf niemand einen anderen von den Muslimen zum Käfer erklären, guck mal, darf er nicht, selbst wenn er einen Fehler gemacht hat, hatta tuqama alayhi al-hujja, bis die Hujja auf ihm so established ist, ja, also gebracht. Und dass man ihm klar gemacht wird, ja, womit also argumentiert wird. Und dessen Islam mit Gewissheit feststeht. Wann steht er fest? Wenn der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt. Ja, es gibt jetzt einige, die sagen, die Asl ist Kafir, selbst wenn der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, das ist ein Hulu Achi, wo man wirklich vom Weg abweicht. Ja? Die sagen, in der heutigen Zeit gibt es 5 Muslime oder so. So ein Oberschwachsinn. Verstehst du? So jetzt. Bishek. Das heißt, das wird erst mit der Takfir gemacht, wenn die Hujja, der Beweis, ihm erbracht wurde und die Shubha, das Scheinargument, widerlegt wurde. Ja? Das ist Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Majmu' Fatawa. Dann haben wir hier, ach, ich hatte hier noch was. Ah, Muhammad Abu'ab. Super, guck mal hier. Muhammad Abu'ab, in Dar al-Sunniyah, da sagt er, das ist Band 8, 244. Und Masalatu Takfir Mu'ayyin, Masalatu Ma'rufatun, Iza Qala Qawlan, La Yakunul Qawlan, Yakunul Qawlu Bi Kufran. Das heißt, die Angelegenheit von der Takfir auf eine bestimmte Person ist eine bekannte Sache. Wenn jemand eine Aussage sagt und diese Aussage ist Kufr, فَيُقَالُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلُ فَهُوَ كَافِرٌ, dann wird gesagt, wer diese Aussage macht, ist ein Kafir. Wer diese Aussage macht, ist ein Kafir. وَلَكِنْ الشَّخْصَ الْمُعَيِّنُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ لَا يَحْكُمْ بِكُفْرِ هَتَّى تَقُومَ لِحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, aber wenn eine bestimmte Person diese Aussage macht, ja, dann wird er nicht als Käfir bezeichnet, erst wenn man ihm die Hujja erbracht hat, den Beweis erbracht hat. Ja. So, dann haben wir hier noch, weil hier sind super viele Aussagen in diesem Bereich, wo die also über diese Sachen reden, über Mawani und Shurut und so weiter und so fort. Dann hier, Ibn Taymiyyah hier. Das ist Majmu' Fatawa, Band 12, Seite 488 und 487. Da sagt er, Inna takfir lahu shurut wa mawani katantafi fi haqqil mu'ayyin. Wa in takfir mutlak la yastalzim takfir mu'ayyin. Das heißt, der Takfir hat Bedingungen und Hinderungsgründe. Ja? Und diese Hinderungsgründe können bezüglich einer bestimmten Person können diese Hinderungsgründe ausgelaufen sein. Ja? Und der Takfir Mutlak, was heißt Takfir Mutlak? Das heißt, dass man sagt, diese Tat ist Kuffer, dieses Wort ist Kuffer. Ja? Bedeutet nicht unbedingt, dass die Person, die das gemacht hat, Kafir wird. Warum? Kann sein, dass der zum Beispiel entschuldigt ist. Okay, das habe ich schon gesagt, Majmu' Fatawa, Band 12. Okay. Jetzt, um das mal zu erläutern, Bruder, weil ich habe gemerkt, ach, da gibt es so viele. Guck mal, ich habe letztens einen Bruder gehört, da sagt er, beim Beschimpfen von Allah gibt es keine Hinderungsgründe. Beim Beschimpfen von Allah gibt es keine Hinderungsgründe. Erstmal muss man feststellen, wodurch wird eine Person Kafir?
Wodurch wird eine Person Käfer? Es sind vier Dinge. Erstens, Kaul. Oder erstens, Ertikat, Glaube. Der sagt, der glaubt zum Beispiel nicht an die Engel. Das ist der Kuffer mit dem Herzen. Ja? Zweitens, mit der Zunge, Kaul. Der sagt etwas, was Kuffer ist. Drittens, Amel, Tat. Viertens, Scheck, Zweifel. So, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einmal eine Umfrage auf der Internetseite gemacht. Ja? Da habe ich gefragt, ich möchte von euch wissen, wie ihr die Lage in eurer Umgebung einschätzt, ja, was Hukum redet, was das Urteilen mit einem anderen Gesetz außer Allah angeht. Glaubt ihr, dass die meisten Muslime glauben, dass das gleich gut ist, dass Scharia besser ist oder dass Demokratie besser ist, ja? Und da sollten die ihre Stimmen abgeben. Da meinte dann einer, der Fitna machen wollte, und er hat das sogar rumverbreitet. Guck mal, der Pierre Vogel, was der macht. Der macht voll die Fitna, aber der selber Muffensausen hat, dem ist das Herz in die Strümpfe reingerutscht. Bloß nicht über Scharia reden, bloß nicht über Scharia reden, verstehst du? Hat er gesagt, guck mal, wenn jetzt einer da drauf tickt, ja, dann ist er Käfer geworden. Weil er jetzt gesagt hat, zum Beispiel, Demokratie ist besser. Was sagen wir zu dem? Was sagen wir zu dem? Wir sagen zu dem völliger Schwachsinn. Weil das ist ein Kuffer, der erstmal im Herzen anfängt. Weil wenn der im Herzen glaubt, dass Demokratie besser ist, dann ist er sowieso Käfer. Verstehst du? So, das heißt, aber hierdurch weiß ich, wo die Krankheit liegt. Wenn ich sehe zum Beispiel, 50, und außerdem habe ich ja nicht gesagt, er soll sagen, was seine Meinung ist, sondern was er denkt, was die Mehrzahl derjenigen denken, die sich dem Islam zuschreiben. Das heißt, ich wollte das nur mal kurz zeigen, wie die Leute versuchen, Fitna zu stiften und Menschen durcheinander bringen. Deswegen müssen wir immer sehr spitzfindig sein. Ja? Ja. Also nochmal. Etikat, Kaul, Tat und Scheck. So, jetzt gibt es Taten, ne? Jetzt gibt es Taten, wo wir nicht fragen, was ist seine Nia. Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel das Gebet verlassen. Das ist ja ein Meinungsverschieden unter Gelehrten, ob das großer Kuffer ist oder kleiner. Ja? So. Wenn du der Meinung bist, das ist großer Kuffer, dann ist es falsch zu sagen und eine Irja-Aussage zu sagen, ja, du kannst doch nicht sagen, der ist Käfer, du weißt ja nicht, was er im Herzen hat. Weil die Tat deutet auf das hin, was im Herzen ist. Versteht ihr, die Tat deutet darauf hin. Zum Beispiel, jemand nimmt den Koran und schmeißt den Koran aus eigenem Willen auf den Boden, tritt drauf oder pinkelt auf den Koran. Das ist eine Tat. So, fragst du dann bei dieser Tat, ja, vielleicht hat er es nicht so gemeint, ich meine, sagst du bei der Tat, ja, du weißt ja nicht, was er im Herzen hat, vielleicht weiß er, das ist verboten. Nee, Iblis weiß auch, was er macht, ist verboten. Aber er akzeptiert diese Sache doch trotzdem nicht. Der weiß, Allah ist Gott und so weiter. Ja. Jetzt, aber wenn jetzt jemand den Koran zum Beispiel auf den Boden wirft oder pinkelt drauf, guck mal, jetzt machen wir Shurut Mawane Takfir, Mes'ela. Ne? Ist er dann Käfir? Guck mal, jetzt gehen wir zurück, Mawane und Shurut. Was könnte Mawane sein? Weil der eine hat gesagt, wie sind wir darauf gekommen, der hat gesagt, wenn einer Allah beschimpft, gibt es keine Mawane. Wir sagen, Bruder, du hast kein Wissen. Was ist, wenn dem einer die Pistole am Kopf hält? Amar ibn Yasir. Der wurde befohlen, den Propheten zu beschimpfen. Und? Der war entschuldigt. Okay? So. Das heißt, natürlich gibt es Mawane. So. Kann zum Beispiel, kann er den Verstand verloren haben. Verstehst du? So. Das heißt, du sicherst dich erstmal ab, bevor du ihn jetzt zum Käfer erklärst, sicherst du dich erstmal ab. Ikramatul Hujja. So, jetzt. Jemand nimmt den Koran, schmeißt den Koran auf den Boden und tritt drauf. Erklären wir den zum Käfer? Diese Tat ist eine Kuffertat. Wir fragen nicht, was hat der im Herzen? Ja, weiß er, das ist, hat er ist die Halal im Herzen. Warum? Weil den Koran auf den Boden zu werfen und draufzutreten, das zeigt erstmal, dass in deinem Herzen keine Liebe ist und kein Respekt für die Religion, die nötig ist.
Was ist der Unterschied zwischen Akida und Iman? Akida heißt etwas fester Glaube. Das heißt, dass man etwas weiß. Hat mit Wissen zu tun. Aber Iman, da muss unbedingt Ta'zim von Allah im Herzen dabei sein. Wie zum Beispiel Liebe von Allah und so weiter. Keiner kann gläubig sein, wenn er keine Liebe im Herzen für Allah hat. Das heißt, wenn jemand den Koran nimmt, schmeißt ihn auf den Boden, tritt den kaputt, das zeigt, in seinem Herzen ist zu wenig Liebe, der ist Kafir. Aber, okay, jetzt sagt jemand, warte mal, was sagst du jetzt? Erklären wir den, der das gemacht hat, direkt zum Kafir? Das heißt, im islamischen Land gehst du direkt hin, schlüsselst den Kopf, schenkst den Kopf ab oder was? Nein, sondern was machen wir? Wir gucken, welche Mawane gibt es. Jahl? Jahl gibt es in dieser Sache nicht. Weil Jahl ist hier keine Ausrede. Weil du musst in deinem Herzen Allah respektieren. Das hat nichts mit Jahl zu tun. Mit Unwissenheit gibt es nicht. Was noch? Ikra. Wir gucken. Da ist keiner drum, der ihn gezwungen hat. Übrigens, es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten, ob Zwingen das Zwingen. Allah sagt, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriya wa qalbu mutma'innu bil iman. Wer den Glauben bezüglich Allahs aufgibt, außer wer gezwungen ist und sein Herz hat Ruhe im Iman gefunden. Ja? Einige Lehrte sagen, das ist Amr ibn Yasir, hat das gemacht, nur mit Kaul hat der Kufr begangen. Mit Tat gilt nicht. Das sagen einige Lehrte. Aber die stärkste, ich wollte das nur erwähnt haben, weil falls ihr mal ein Buch lest, wo das erwähnt wird, dann wisst ihr Bescheid. Sheikh Fawzan, der sagt, glaube ich, auch, nur die Tat ist entschuldigt. Die Aussage, also nur das Wort ist entschuldigt, die Tat nicht. Aber die stärkste Meinung ist, kein Unterschied zwischen Wort und Tat. Okay? So. Das heißt, das gilt auch nicht. Was gibt es noch? Ta'wil? Was soll für ein Ta'wil haben? Gibt es nicht. Muhti. Unbeabsichtigter Fehler. Vielleicht sagst du ihm, hey, warum trittst du auf den Koran? Der sagt, war das der Koran? Ich kann nicht lesen und nicht schreiben, ich wusste gar nicht, dass der Koran ist. Ich habe gedacht, das ist ein anderes Buch gewesen. Dann ist er entschuldigt. Verstehst du? Weil er hat einen unbeabsichtigten Fehler gemacht. So, jemand macht Sujud. Der macht Sujud zu einer Götze. Ist das eine Tat, die großer Kufr ist? Klar ist das eine Tat, die großer Kufr ist. So. Ist da Jahl eine Entschuldigung? Nee. Da ist Jahl keine Entschuldigung. Das musst du wissen. Du weißt ja, dass du keinen anderen... Leila bedeutet schon, du darfst keinen anderen anbeten. So. Kannst du von wem willst du denn jetzt erwarten, dass das eine Entschuldigung ist, wenn er die Götze anbetet? Oder sagen wir mal in bestimmten Fällen, wenn jemand gerade 19... Aber das ist ein Chimamov-Seite. Ich will nur ein Beispiel geben. Jetzt nicht sagen, Jahl, weil es gibt ja auch diesen Mann, der gesagt hat, oh Allah, also der sich verbrennen lassen hat. Aber gehen wir mal auf eine andere Sache ein. Der macht jetzt Sujud zum Sanam. Dann gehst du zu ihm hin, sagst du ihm, hör mal, warum machst du Sujud zum Sanam? Da sagt er, ach, ich hab die Götze gar nicht gesehen. Ich habe einfach in die Richtung gebetet und ich wollte eine Sutra nehmen. Ich habe das gar nicht erkannt, dass das eine Götze ist. Ich habe zu Allah gebetet. Schließlich wollte eine Sutra nehmen und ich habe das gar nicht erkannt. Jemand zieht zum Beispiel ein Kreuz an. Die Kette mit einem Kreuz. Oder einen Orden, der aussieht wie ein Kreuz. Erklärst ihn sofort zum Käfer und dann sagst ihm erstmal, Mama, das, was du da angezogen hast, ist ein Kreuz. Vielleicht sagt er, was? Nimmt das Kreuz ab und schmeißt es weg. Jetzt als Beispiel. Hier kann man noch tiefer reingehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein ganz normaler Orden. Ich habe das gar nicht erkannt, dass das wie die Form von einem Kreuz ist. Sonst muss er jedem zum Käfer erklären, der ein AC Milano T-Shirt anhat. Verstehst du? So. Und hier kommt, so, das, versteht ihr, Bruder, das wollte ich nur erklärt haben. Das heißt, um zurück zu diesem Punkt zu kommen, kann sein, dass ein bestimmter Gelehrter, ein Führer von einem Land, haben wir erstmal gesagt, nicht zum Käfer erklärt, weil er es als kleinen Kufa ansieht, wie Sheikh al-Albani. Kann sein, dass ein bestimmter Führer beispielsweise oder ein bestimmter Gelehrter bei dem Führer einen Entschuldigungsgrund sieht.
Zum Beispiel, der sagt, ja, wir leben in einer postkolonialen Phase. Der sagt, nicht regieren mit dem Gesetz in Allah ist großer Kuffer. Der sagt, ist großer Kuffer. Aber wir leben in der postkolonialen Phase und die Scharia hat die Welt. Was ist auch das Ziel der Scharia? Was ist das Ziel? Ziel ist, Jalbu Masali wa Darun Mefesset. Gutes bringen, schlechtes abwehren. Gutes bringen, also das Gute bringen, schlecht abwehren. So, der sagt sich, dieser Führer, bevor ein anderer an meine Stelle, ich kann das Gesetz nicht ändern, ich kann nicht mit dem Gesetz Allahs herrschen, aus dem in dem Grund, wir sind zum Beispiel einer Militärdiktatur, als Beispiel. Ja. Ich rede nicht über eine bestimmte Person, ich rede einfach ganz allgemein, es könnte sein, dass ein Gelehrter diesen Führer nicht zum Käfer erklärt, weil er hat mit diesem Führer geredet und dieser Führer hat zu dem Gelehrten gesagt, guck mal, für mich gibt es nur das Gesetz Allahs, weil du hast gar nicht mit dem Führer geredet. Der sagt, für mich gibt es nur das Gesetz Allahs, aber wir leben hier in einer Militärdiktatur, ich kann das Gesetz nicht ändern, aber ich will schrittweise eine Verbesserung einführen und wenn ich jetzt sofort die Scharia einführe, werden die mich sofort absetzen, dann kommen die mit einem, der schlechter ist und dann die ganzen Verbesserungen, die wir gebracht haben, die sind wieder weg. Als Beispiel. Jemand kann zum Beispiel nicht mit dem Gesetz Allahs herrschen. Der sieht, dass diese Person, der sagt, nicht regieren mit dem Gesetz Allahs, großer Kuffer, sagt der Gelehrte. Aber dieser Gelehrte, ich habe mit dem geredet, der ist nicht in der Lage, ein anderes Gesetz anzuwenden. Ist entschuldigt. Ajz ist Entschuldigungsgrund in dieser Sache. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gib mir mal das grüne Buch, Al-Ghulu fi Takfir. Al-Ghulu fi Takfir. Da ist so ein Preisschild dran, so ein Preis. Ja, genau das, genau. Gib mir das mal. Hier ist eine super Aussage von Ibn Taymiyyah dran. Genau über diese Mes'ala. Ich hab das schon, weil ich das hier, Dings. Ich wollte das nur. Ach nee, Quatsch, das ist was ganz. Einen Moment. Ich muss gucken. Also ich habe das im Kopf, diese Aussage. Ja, der sagt, An-Najashi, wa in kana malik al-Nasara, fa lam yuti'u qawlu fi dukhuli fi al-Islam. Wa nahnu na'lamu qat'iyan, annahu la yumkinuhu an yahkumu baynahum bima anzala ilayh. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار وفيه أمور من العدل يريد أن يحكم بها ولكن هناك من يمنع من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Das heißt, hier ist es, genau. Guck mal. Das ist erstmal das Buch التحذير من الغلو في التكفير. Das ist von einem Hamad Abd al-Jalil Baridi. Und da gibt es jemanden, der das vorgeschlagen hat, das ist der Dr. Omar ibn Abdulaziz al-Qurashi, Ustaz Kurier to Dawa Islamiyya Jamiat al-Azhar, also von der Azhar in Kairo. Der hat das, also das ist also praktisch von der Azhar abgesehen, das Buch. Ja. Der hat hier, An-Najashi, huwa wa in kana malikun nasara, falam yuti'u qawmu fi dukhuli fi l-Islam, bal innama dakhala ma'hu nafarun minhum. Also, der Najashi, obwohl er der König der Christen war, so sind nur wenige von seinem Volk ihm gefolgt in der Annahme des Islams. Walidha, lamma mata, lam yakun hunaka ahadun yusalli alayhi. Wa nah, also, und als er gestorben ist, hat dann keiner über ihn gebetet, ja? Wa nahnu na'lamu qat'iyan, annahu lam yakun yumkinu an yahkuma baynahum bi hukmi al-Qur'an. Wir wissen, er konnte nicht mit dem Gesetz des Korans herrschen. Wallahu kat, so, und jetzt sagt er. Weil hier sagen jetzt einige, sagen, ja, okay, der konnte nicht damit herrschen, der hat ja kein Wissen darüber gehabt, der war ein Habascher, der Prophet war ein Mediner. Jetzt sagt er aber, der Ibn Taymiyyah sieht das anders. Der sagt, وَقَدْ فَرَّضَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ بِالْمَدِينَةِ أَنَّهُ إِذَ جَاءَهُ الْكِتَابِ لَمْ يَحْكُمْ إِلَّا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Das heißt, der Prophet hat schon gesagt, Allah hat schon den Propheten befohlen, wenn einer von Ahlul Kitab zu ihm kommt, dass er mit ihm nur, dass er die nur mit dem urteilen darf, was Allah herabgesandt hat. Okay? Das heißt, was will Ibn Taymiyyah hiermit sagen? Er will hiermit sagen, der Najashi hat keine Ausrede, weil er unter Nasaran der König ist. Sondern auch unter den Christen, wenn er unter Christen König ist, muss er mit dem Gesetz Allahs herrschen. Das will er hiermit sagen. Jetzt sagt er, und er will damit auch sagen, ja, hier, also pass auf, jetzt geht's weiter.
وَحَذَرَهُ أَنْ يَفْتَنُوهُ أَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Und Allah hat sogar den Propheten gewarnt, dass sie ihn davon abbringen, mit einigen nicht zu herrschen, was Allah herabgesandt hat. Ja? Also Allah hat den Propheten gewarnt. So, und jetzt sagt er, وَكَثِيرٌ مَا يَتَوَلَّ الرَّجْلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَتَارٍ قَادِيًا بَلْ إِمَامًا بَلْ وَإِمَامًا. Ja, ich habe ein bisschen paar Sachen vergessen eben. Also, und es kommt oft vor, dass eine Person Führer wird. Qadien, bei Imamen, Richter oder Imam, unter den Muslimen oder Tataren, das heißt den Mongolen, ja. Wafihi, warte mal, wafi nefsihi umurun min al-adli yuridu an ya'mala biha, fala yumkinu dhalik. Und er hat Sachen von der Gerechtigkeit, das heißt vom Gesetz Allahs, nach denen der urteilen will, aber er kann nicht. Ja. Bel hunaka man yamna'u min dhalik, wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sondern es gibt Leute, die ihn daran hindern. Und Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Das heißt, Ibn Taymiyyah sagt ganz klar hier über den Najashi, dass er ihn als entschuldigt ansieht, weil er nicht in der Lage war, mit dem Gesetz Allahs zu herrschen. Was könnte jetzt jemand sagen? Ich habe es selber gehört. Ein Sheikh im... Wer was? Oh, warum er nicht abtritt von seinem Posten? Okay, es sagt vielleicht jemand, warum tritt er nicht von seinem Posten ab? Dann sagt er, Grundlage von Scharia ist, ja, dass wenn man die Wahl hat zwischen zwei Schaden, dass man das kleinere Übel wählt. Der sagt, ich kann dafür sorgen, dass ich an dieser Person bleibe, dass ich besser bin als der andere, ansonsten kommen wir noch weiter weg von der Scharia. Bei mir beispielsweise ist Polygamie erlaubt, der andere, der kommt, das ist ein Elmani, ein Säkularist, ein Kafir, der will dann Hijab verbieten. Das heißt, deswegen bleibe ich hier an der Stelle. Ich kann zwar nicht mit dem kompletten Gesetz Allahs herrschen, aber ich kann den Muslimen wenigstens so helfen. Als Beispiel, guck mal, ich kenne keinen Führer, bei dem das so ist, okay? Ich rede rein theoretisch, dass es aber sein, weil ich kenne die meisten Führer nicht mit Namen. Verstehst du? So, aber es könnte rein theoretisch sein, dass es einen Gelehrten gibt, der einen bestimmten Führer kennt, den er nicht zum Käfer erklärt, weil er mit dem geredet hat und der Führer ihm die Lage so erklärt hat. Was könnte man noch dagegen sagen mit dem Najashi? Der kann nicht mit dem Gesetz Allahs herrschen. Ich habe einen gehört, einen Sheikh, möge Allah ihn befreien, der ist im Gefängnis. Und Bruder, der hat bestimmt mehr Wissen als ich. Aber der hat nicht mehr Wissen als Ibn Taymiyyah. Und der hat gesagt, das ist ein Widerspruch. Wie kann es sein, dass jemand Führer von einem Land wird und dann das Gesetz nicht ändert? Und das Gesetz aber nicht ändern kann? Dann sagen wir, das ist eine falsche Aussage. Tut uns leid. Weil, wenn wir uns die Weltpolitik angucken, dann wissen wir ganz klar und deutlich, dass nicht jeder Führer mit allem urteilen kann, mit jedem Gesetz herrschen kann, mit dem er will. Stell dir mal vor, Frau Merkel nimmt heute den Islam an. Kann die dann die Scharia einführen? Kann die nicht. So, jetzt wird jemand sagen, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Jetzt wird jemand sagen, ja, warum tritt der nicht ab und so weiter und so fort. Der soll das so gar nicht damit herrschen und so weiter und so fort. Aber wir fragen ganz ehrlich, was ist besser? Einer, der beispielsweise Hijab erlaubt, oder dadurch, dass ich weggehe, kommt jemand, der Hijab verbietet. Ach, es könnte sogar sein, dass es für ihn Fard ist. Guck mal, hier muss man mit Gelehrten reden. Ich sage nur, es könnte sein, dass es für ihn Fard ist, Pflicht ist, an dieser Stelle an dem Posten zu bleiben. Weil er dann, bei welchen Nutzen hat man, wenn er weggeht? Weil dadurch ermöglicht er es den Mädchen, weiter Kopftuch zu tragen, Hijab. Versteht ihr? So, das heißt, das war die zweite Möglichkeit. Der sieht diesen Gelehrten, diesen Führer nicht als Käfer an. Der sagt zwar, Huke Birel Mansala ist Kuffer, aber der sagt, dieser Führer hat einen Mani, einen von den Mawani, die Schurut sind nicht vorhanden. Okay. Dritte Möglichkeit. Gibt es noch eine Möglichkeit? Wenn er den nicht zum Käfer erklärt. Wir haben gesagt, ja, erstens, er sieht das nicht als großer Kuffer an. Zweitens, er sieht das als großer Kuffer an. Und er sieht zwar das nicht regieren mit Gesetz als großer Kufan, aber er sagt, dieser Gelehrte ist vielleicht, oder dieser Führer ist entschuldigt.
Gibt's noch was? Dritte Möglichkeit. Das ist gut. Weil du hast ja gesagt, weil die nicht die Führer zu Kufa erklären. Dritte Möglichkeit. Er sagt, das nicht regieren mit den Gesetzen Allahs ist großer Kufa. Und er sagt, dieser Führer, König XY, Präsident XY, ist Käfer. Aber der veröffentlicht das nicht. Warum? Weil er sagt, wenn ich das veröffentliche, hat die Veröffentlichung davon mehr Nutzen, mehr Schaden als Nutzen. Weil es kommt zum Khuruj, wir haben nicht die Möglichkeit, Khuruj zu machen. Und da gibt es Gelehrte von ihm, da gibt es Aussagen von Ibn al-Qayyim, Khuruj wird nur gemacht, ja, dass das Khuruj Bedingungen hat, dass Regel im Fiqh ist, ja, la yajuzu izalatu shar bima huwa ashar minhu, man darf etwas, was übel ist, nicht wegmachen mit etwas, was noch übler ist. So, sagt er. So, er sagt, wenn ich sage, der ist Käfir, kommt es zum Khuruj, kommt es zum Problem. Der sagt, wenn ich sage, der ist Käfir, wir werden ihn auch nicht wegbringen können, wir haben gar keine Kraft dazu. Das heißt, wir haben keinen Nutzen davon und ich kann nicht mehr 100.000 Leute oder 100 oder tausende Leute im Koran unterrichten und meine Schule wird zugemacht und der Schaden ist größer. Das ist die Aussage von dem Gelehrten. Können wir dann sagen, der Gelehrte ist ein Palastgelehrter? Nee. Das heißt, deswegen nochmal darauf zurückzukommen. Ich rede hier weder gegen den Dschihad, ja? Ich rede weder dafür noch dagegen, ich rede ganz allgemein. Noch rede ich über Hukum, wir reden im Ansel Allah, dass man mit einem anderen Gesetz herrscht. Aber das ist das andere Problem. Sobald du versuchst, die Mitte zu bewahren und ein bisschen zu relativieren und wirklich aus allen Perspektiven das zu sehen, wird gesagt, oh, die nehmen die Führer in Schutz. Ach, ich habe einmal einen Bruder gesehen, der hat geredet, Allahu musta'an. Ach, ich habe gedacht, achi, da erzählt er von einem Gefängnis in einem islamischen Land. Ja. Dass dort in dem Gefängnis die Leute, die im Gefängnis sind, gefoltert werden, ja, und dass die gezwungen werden, auf den Koran zu pinkeln. Und dann sagt er, und ihr nehmt diese Führer in den Schutz. Erstens, ich habe in meinem Leben noch nicht einen Führer in Schutz genommen, sondern ich rede über ein islamisches Konzept, völlig unwissenschaftlich, so eine Aussage. Es geht um ein islamisches Konzept, nicht über Führer XY. Ich habe mit keinem was am Hut. So. Zweite Sache ist, wenn es wirklich so ist, in diesem Gefängnis werden die Gefangenen gezwungen, auf den Koran zu pinkeln, von den Gefängniswärtern. Wird der Führer dadurch Käfir? Wo will der Führer denn wissen, dass die dazu gezwungen haben? Das heißt, jemanden auf den Koran urinieren zu lassen, ist klarer Kuffer. Haben wir eben schon drüber geredet. Ja, da fragen wir nicht, hat der Istihlal im Herzen gemacht? Das ist Akidat al-Murji'ah. Wenn du hier sagst, ja, wir fragen erstmal, ob der Istihlal gemacht hat. Das ist ein Zeichen, dass der in seinem Herzen kein Ihtiram für die Religion hat. Es sei denn, wie gesagt, er hat das verwechselt, aber hier geht es ja wirklich darum, den Koran zu entehren. Ja? So, aber woher willst du denn wissen, dass der Führer von dem Land den Gefängniswärter dazu gezwungen hat, auf den Koran zu urinieren? Bruder, die Leute sind voll begeistert. Die sagen, boah, ja, boah, super Argument. Ja, ach, das ist nur Hamas. Und übrigens, der Führer von dem Land, der war sowieso schon immer Käfer für uns gewesen. Nur mal nebenbei. Also von dem speziellen Land, was der genannt hat. Das von Tunesien, achi. Und da hast du gedacht, das ist für uns der Amir al-Mu'minin oder was. Verstehst du, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ja? Was wolltest du sagen, Bruder? Ja, ich wollte nochmal das andere Extrem ansprechen. Die Leute, die, also wie du gesagt hast, dass es manche Leute gibt, die bei diesem Thema ganz sensibel reagieren und zwar viel über Gelehrte schlecht reden, die zu Mubtadi erklären und zu Takfiris und zu Leuten, die nicht nach Quran und Sunna gehen. Und gleichzeitig diejenigen sind, sobald man ein Wort gegen einen Führer sagt, dass man automatisch dann Mubtadi geworden ist oder dann ein Takfiri geworden ist. Also diese Leute gibt es auch. Erstmal, Bruder, das ist dasselbe Konzept. Guck mal, das ist dasselbe Konzept. Wenn wir jemanden sehen, der eine andere Meinung hat, zum Beispiel, das ist eine super Frage, du hast jetzt den Gelehrten XY,
Und der sagt, guck mal, das ist genau dasselbe. Du hast jetzt den Gelehrten XY, ja, beispielsweise in Marokko oder irgendwo in einem Land, ist egal, ich will jetzt gar keinen Namen nennen oder irgendwas. Du hast zum Beispiel den Gelehrten XY in dem Land XY und der sagt über diesen Führer von seinem Land, der ist ein Käfer. Der erklärt ihn zum Käfer. Sagen wir jetzt, dieser Gelehrte ist ein Takfiri oder ein Khariji? Nee, weil für ihn, er hat vielleicht Wissen, was du nicht hast, von dieser Person und für dich ist dieser Führer vielleicht kein Käfir, weil du sagst, Mawani und Shurud, ich habe die nicht gesehen, aber er sagt, hör mal, ich habe mit diesem Führer geredet und er hat zu mir gesagt, das Gesetz von, was weiß ich, französische Gesetz ist besser. Oder der sagt, ich weiß, der ist in der Lage dazu, weil ich kenne seine Lage. Habt ihr es verstanden? Das heißt, das ist genau der Punkt. Das heißt, Bruder, es gab zum Beispiel hier Gelehrte in der Zeit von Hosni Mubarak, die haben Hosni Mubarak in der Zeit von Hosni Mubarak zum Käfer erklärt. Mohammed Abdul Maksud zum Beispiel. Nashid Ahmed zum Beispiel. Einige. Die haben ihn zum Käfer erklärt. Yasser Burhami, der sagt, wer nicht mit dem Gesetz Allahs regiert, ist das großer Kufr, mit ein anderes Gesetz auszufahren. Was hat der gesagt? In einem Interview hat er gesagt, Takfir Mu'ayyin, nachdem Husni Mubarak schon weg war, hat er gesagt, Takfir Mu'ayyin ist eine andere Angelegenheit. Den zu sagen, das ist großer Kufr oder ihn zum Käfer zu nennen, ist eine andere Angelegenheit. Und jetzt guck mal, hat der gesagt, Mohammed Abdul Maksud ist Takfiri? Haben die gesagt, Yasser Burhami ist Murji? Ist von den Murji'a? Verstehst du? Bruder, das ist nämlich der Punkt, Achi. Nicht jeder, guck mal, wir gucken bei einer Person, die Takfir auf einen Führer macht, gucken wir, hat der die Grundlagen von Ahlus Sunnah wal Jama'a? Das heißt, dass er sagt, das ist großer Kufr, das hat Mohammed Ibrahim gesagt, das haben viele Gelehrte gesagt. So. Geht er nach Mawani, geht er nach Shurud? Weiß er, dass Mawani und Shurud gibt? Oder ist er in dieser Sache einer, der einen Kettentakfir macht und so weiter? Weil das sind Leute, die von der Mitte ab, komplett abweichen. Okay? Wer den nicht zum Käfer erklärt, ist selber ein Käfer. Weil dann sagt er, ja, verstehst du, weil hier geht es dann wieder, wann ist der den Käfer erklärt, nicht kein Käfer und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, Bruder, ich denke, dass das ist das angekommen alles bei euch? Ja, versteht ihr? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Führer habe, jetzt zum Beispiel in irgendeinem bestimmten Land, der sagt, der Führer von dem Land ist Käfer, dann sage ich nicht, ja, dieser Gelehrte ist ein Takfiri. Weil der ist vielleicht, das ist eine wichtige Regel, das ist eine, man sagt, Al-Hukmu ala Shay'in far'un an tasawurihi. Das Urteil über eine Sache ist ein Ausdruck oder ein Zweig von seiner Wahrnehmung. Der weiß vielleicht mehr über diese Person als du. Okay? So, und da sagen wir nicht, ja, nee, nur der Gelehrte aus Saudi-Arabien darf Takfir machen über diese bestimmte Person. Die haben das nötige Wissen. Da gibt es genügend Leute, die das genügend Wissen haben. Ja, deswegen muss in dieser Sache die Wahrheit haben, die Mitte haben, dass man nach Mawani und Shurud guckt, ja, und gleichzeitig immer wieder bestätigt, dass die Scharia das beste Gesetz ist. Punkt aus. Und nicht rumschleimt und rumheult und zur Heulsuse wird und zur selben Zeit auch nicht 1 Million Ausreden für den Führer suchen und wenn der Gelehrte einen kleinen Fehler gemacht hat, für den keine Ausrede suchen, den sofort absägen. Sheikh al-Albani, der hat über Sheikh Sharawi gesagt, aus Ägypten, hat er gesagt, man kann seinen Takfir lesen, aber man soll von ihm keinen Fiqh und keine Akida nehmen. Aber Mawa'id, das heißt so Ermahnungen und so weiter. Das hat Sheikh al-Albani in einer Kassette gesagt. Ja? Aber jetzt kommt ein Gelehrter, der allgemein von Al-Sunnah ist, der hat einmal eine Aussage gemacht, die man irgendwie auch anders verstehen kann, fupp, weg mit ihm. Und der Führer, der sieht aus, als wenn er das ganze Leben lang den Islam bekämpft hat. Da suchen wir 1000 Ausreden. Nee, wir suchen Ausreden für den Führer und wir suchen Ausreden
für den Gelehrten noch mehr. Für den Gelehrten noch mehr. Wie gesagt, möge Allah uns beschützen. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.